Hallo, liebe Leute, endlich ist es soweit. Wir haben echt lange nachgedacht, wie wir am besten unsere Lehrvideos zusammenstellen können, um für euch eine bestmögliche Lernkonzeption zu entwickeln. Als wir anfingen mit Nachhilfe, haben wir nur Prüfungsvideos gedreht, weil die IHK-Prüfungen oft eben nicht so optimal sind. Die Lösungen waren nicht klar wiedergegeben und manchmal waren sie auch dummerweise noch falsch. Wir haben also viele Jahre nur Prüfungsvideos gemacht und das mit unserer Online-Nachhilfe flankiert, damit jeder dann am Ende des Tages damit auch gut zurechtkommen konnte. Das lief auch super, aber immer häufiger kam es vor, dass viele Teilnehmer, die es dann auch immer noch nicht geschafft hatten oder uns gar nicht vorher in Anspruch genommen hatten, zur mündlichen Ergänzungsprüfung mussten und die haben uns verzweifelt angefragt, boah ey, ich habe nur 35%, ich muss mich jetzt vorbereiten und ich weiß gar nicht mehr, genau wie. Kollegen sind durch und für uns kam die Frage, wie kann man sich am effektivsten auf die mündliche Ergänzungsprüfung vorbereiten? Das macht man am einfachsten mit einem Fragekatalog. Auf dem Fragekatalog sind bei uns die entsprechenden Prüfungsfragen simuliert und die besprechen wir mit den Teilnehmern. Das hat auch immer gut funktioniert. 100 Fragen, das ist eine Menge Stoff. Das war super. Endlich eine klare Struktur, mit der man arbeiten konnte. Die Teilnehmer haben sich vorbereitet und tatsächlich wurden viele Fragen aus dem Fragenkatalog in den Prüfungen gestellt, sodass viele dadurch erfolgreich ihr Ziel erreichen konnten. Daraus haben wir praktisch jetzt ein Videokonzept gemacht, mit dem man sich jetzt eigenständig auf die mündliche Prüfung vorbereiten kann. Dazu benutzt man unseren Fragenkatalog und die Erklärvideos, die dazu im Netz stehen. Da die Lösungsansätze hier nur knapp und kurz wiedergegeben wurden, haben wir schon gemerkt, dass einige Teilnehmer, die schon auch länger aus der Schule heraus waren oder ihre Ausbildung unterbrechen mussten, mit den knappen, knackigen Antworten manchmal nicht so gut zurechtgekommen sind. Aber um praktisch darüber hinaus zu beschulen, brauchten wir einen kompletten Grundlagenkurs. Da wir nun schon auf zahlreiche Unterrichtsstunden zur mündlichen Prüfung vorbereitet waren, war es ja nur noch ein kleiner Schritt. Wir brauchten das, was wir hatten, ja nur noch vertiefen und ein bisschen neu aufarbeiten. Gesagt, getan. Und plötzlich waren wir komplett überrascht. Wir hatten ein komplettes Videopaket kreiert, das aus 3 Teilen besteht. Einmal die alten Prüfungsvideos, die wir sowieso schon hatten, die mündliche Prüfungsvorbereitung mit den Videokursen und dann darüber hinaus einen kompletten Grundlagenkurs, der eben auch mit Videos das entsprechend verdeutlicht. Jetzt kann sich jeder mit unseren Videos und ein bisschen Literatur selbstständig auf die Prüfung vorbereiten. Natürlich könnten wir die Teile der Kollektion auch verkaufen, aber wir wollen einen so niedrigen Preis machen, dass es sich tatsächlich lohnt, alle 3 Teile zu nehmen, weil an manchen Stellen überschneiden sie sich doch und dann fehlt das eine oder andere und das wäre insgesamt gesehen echt nicht so schlau. Freigeschaltet wird das Ganze nach der Prüfung bis zur Prüfung, obwohl wir tatsächlich darüber nachdenken, einen etwas anderen Nutzungszeitraum zu wählen, damit die mündliche Prüfung, die möglicherweise trotzdem noch anfällt, dann dadurch mit abgedeckt wird. Die Videokollektion wird ständig erweitert und angepasst, sodass wir immer auf dem neuesten Stand sind. Viel Spaß damit und ich freue mich auf zahlreiche Anfragen.